Ausstellungen werden schon seit vielen Jahren in der Volkshochschule gezeigt. Dieses Mal aus dem Fotografiebereich und aus dem Länderkundebereich der Herrn Pama, geborener Kongolese, der eine Ausstellung zur Demokratischen Republik Kongo aufgenommen hat. Die Bilder sehen Sie im Hintergrund. Nicht nur die Landschaft ist zu sehen, sondern auch Themen wie Architektur, Umweltproblematik, Natur und Kultur werden angesprochen. Die Ausstellung haben wir gemeinsam mit zwei Vereinen in Kooperation entwickelt. Einmal mit dem Dwenga-Verein Fellbach und mit dem Konvergenz-Beck-Verein von Stuttgart. Dazu die Unterstützer sind einmal die Frau Plato und einmal der Herr Pama, der aus dem Kongo kommt und die Bilder gemacht hat. Lieber Pierre, wie ist es denn zu der Ausstellung gekommen? Bilder habe ich gemacht, also in Afrika, als ich im Urlaub war. Ich keine Absicht gehabt habe, Ausstellung mit Bildern zu machen. Und als meine Landesfrau die Bilder gesehen hat, war die davon begeistert und hat mich mal vorgeschlagen, ob wir eine Ausstellung damit machen können. Und so ist die Ausstellung entstanden. Und meine zweite Kooperationspartnerin ist die Kati Plato, die auch aus dem Kongo kommt. Der Kongo liegt ja in Zentralafrika. Dort haben wir noch viel Urwald und Dschungel. Für mich stellt sich die Frage, ist dort die Situation mit dem Regenwald genauso wie in Brasilien oder wie sieht es denn dort aus? Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich ist der Regenwald im Kongo und dieses Amazoniengebiet, das sind die zwei Lungen der Erde. Das sind eben Gebiete, die eigentlich zuständig sind dafür, dass wir auf der ganzen Erde genug Sauerstoff bekommen. Und leider, genauso wie in Amazonien, wird auch im Regenwald im Kongo viel abgeholzen von großen Firmen, aber auch von den einfachen Menschen, weil die haben ja keinen Strom zu Hause und sie brauchen eben dieses Holz zum Kochen und um sich zu wärmen. Gott sei Dank, unser Präsident hat ein 1-Milliarden-Baum-Projekt ins Leben gerufen und wir möchten bis 2023 1 Milliarde neue Bäume einpflanzen. Das Problem ist, dass die eben alle ganz klein sind und eben nicht so viel Sauerstoff bringen können als die große, die heute abgeholzt werden. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Anschauen der Ausstellung und an meine beiden Kooperationspartner ein herzliches Dankeschön. Ja, Rohstoff. Das ist so ein wichtiger Punkt. Pierre hat auch ein paar Bilder von Straßen gemacht. Also Straßen, die irgendwo hingehen. Straßen, die oft die Rohstoffe des Landes auf illegale Wege aus dem Land bringen. Thank you.
Kultur lässt uns in verschiedene Epochen durchreisen. In der Kolonialzeit, weil eben einige Häuser im kolonialen Stil sind. Die dörflichen Häuser sehen etwas anders aus. Und ja, durch die Geschichte hat sich eben die Architektur auch verändert.